Ich meine, es ist ja schon auf Ranch lang keine LRMs, also da werden sie auch keine mehr einsetzen. Also könntest du wahrscheinlich auch auf eine andere KitFox irgendwie wechseln. Wahrscheinlich. Ich hab naja, vielleicht auf Also. Caustic. Ja, das Würde ich kann jetzt sein, nicht ja. beschreien. Also Caustic ist ja durchaus Obwohl LRM-freundlich. die Gang-Taktiken sind da anders, aber man soll Ja. das ja immer nicht beschreien. Ja, aber die gängigen Taktiken kennt ja jeder. Aber sie werden trotzdem immer wieder gemacht. Weil sie erfolgreich sind. Genau. Wir sind jetzt doch hier. So, das denn? Wir sind bei der Base. Also, wir müssen jetzt wieder unten sein. Ach, ist das bei Night, wo das umgedreht ist? Das ist doch nein, Das ey. ist Night, ja. Das ist Ja, nicht. Wir das sind jetzt ist. im vierten hier unten. Das wechselt, ja. Nominal. No skirmishes woanders. Ja. Also, ja. D4, D3 erstmal Position halten, sodass ihr gute Sicht auf die Ridge habt. Nicht so dicht beieinander, die haben auch Adis dabei. Ja. Wobei ich noch sehr wenig davon gesehen habe. Ihr seid geil. D4, D3, nur steht alle in D4. Bei mir steht, ich stehe in Ja. D3. Also hier gerade Bei knapp mir in steht auch D4 steht D4. ein Berg, wo einer mit UAKs rauf kann. Ich muss da nicht draufstehen. Der Cheater hat uns gesehen, Ja. sehr guter Treffer, oder? Jupp, war einer. Ah, da hat er wieder geguckt. Die anderen waren in Richtung C4, Target gell? acquired. Ja, Ja. die waren dann. Die waren bei. Artillery Strike Genau. online. Kommen wahrscheinlich gleich durch diesen Zwischengang hoch. Ja, bestimmt. Naja, warte. Wir sind doch auf Brawl gegangen und gehen auf die Base. Dann können wir uns eigentlich so ein Stückchen D4 C3 umorientieren. New target acquired. Die Cheater Würde schaut den immer ja wieder aufs Dropship rauf. würde den ja so einen kleinen Weg zur Base offen lassen, damit sie in Versuchung kommen, da auch hinzugehen. Ja. Ein Blick zwischen Stadio 3 und Stadio 4. Target. Na, da ist er. Ja, das ist der Cheater, der da mal. Ja. Der zweite ist direkt bei C3. New Da. target. Jawohl. Bei D4. Unten D4. New Jawohl. target. Bravo Stormcrow, die kommen. Alpha Timber. Ich hau ab hier, Schorsch. New Okay. target acquired. Ja. Ich versuche hinter das Gebäude zu kommen. Alpha Center. Wow, die haben Small Pulse Laser dabei. New target Alpha acquired. rausnehmen, der muss fallen. B Store ist eine SRM Crow. Ist down. Artillery strike activated. New target Doch, so acquired. unangenehm. Bravo Crow. Foxtrot ist ein Cheater direkt zwischen uns. New target acquired. Down. Foxtrot Ich hab Cheater. hier. Der Cheater hat keine Waffen mehr, lass die. Roger, neues Ziel Acquired. zur Hauptgruppe rüber. Also, ja. Delta Timber, der fällt bald sehr schnell um. Aufpassen nicht, dass wir einzeln reintröpfeln. Ja. Schön, genau. Ja, lass ihn kommen, der kommt, der New kommt, der kommt. target Echo, acquired. Echo, ihr Echo. habt ganz viel Small Pulses, wenn ihr rückwärts geht, habt ihr Ja, Vorteil. etwas Distanz halten. Target destroyed. Roger, New Golf. target acquired. Left arm critical damage. Left Nächster arm Abend, das ist destroyed. uns. Ja, ich kümmere mich drum. Auch der steht halt nur noch zwei Small Pulls. Nehmt ihr was anderes. New target Die acquired. Crawl ist gefährlich, da Der kann ich ist auch weg. ganz viele Small Pulls. Charlie. Auch die hat nicht mehr so viel. Target Ja. destroyed. Sitzt nur noch Der einer. Best. Einer ist. New target. Jawohl, Hot Delta Cheetah Hat wieder. es mir hinten im Rücken. Ja. Beine, Beine, Beine. Sehr schön.
So, wir haben jetzt insgesamt 3 Max-S verloren, gell? Ja. Oder? Ja. Oder haben wir ja, die 3 Max schon welche verloren? Okay. Ich möchte uns gleich auch ein UAC-Bild haben. Also so einigermaßen kühl, bitte. Ja. Soll ich auch auf UAC wechseln? Nee, du kannst ruhig aufs Twix weitergehen. Das läuft ja auch einigermaßen kühl, ne? Das läuft. Ja, ja. So langsam wie die feuern, können die nicht anders als kühl laufen. Ja. Die werden nämlich auch so 500%ige Wahrscheinlichkeit, wenn ich gleich draußen. Ja. Auf welchem Map? Forest Valley. Also ich kann auch. Also die werden. Das ist die 90%ige Taktik, gehen die zu D5, zur Hügelkette, positionieren sich da und werden draußen. Unsere Taktik ist über E2, D3 in die Ridge, in die. Wen haben wir jetzt verloren? Oh. Ich muss kurz Consumables. Ach, okay. Schon. Ja, oh. Das dürftest du drum eigentlich nicht. Oh, okay. Ne, Lobby verlassen ist nicht. Welche Adder hättest du gern? Hätte ich gern noch eine Inf. Du kannst ja auch ruhig eine Steep Street nehmen. Hast du Invite? Ja, die Consumables kannst du ja auch hier über Mech Select umbauen. Ja, ich weiß, ich habe da irgendwas angeklickt, aber ich hätte auch nicht rausgebrauchen, also das... Ja. Nee, wenn der Fehler kommt, ich hab's vorhin ausprobiert, der kommt dann auch im Normalen. Ich konnte meine Consumables vorhin auch nicht umbauen. Ich hätte gerne die Mediums in Brau, das ist schon die Heavies in Alpha. Ah, ja, sorry, mach ich gleich. Und die Bravo-Lanze geht gleich Richtung E2 und dann Richtung D3. Die ich kann dir auch eine PvK-Nova anbieten jetzt, ne? Wenn du das magst. War die andere Alternative? Ich kann entweder auf dem SRM Crow bleiben oder auf der Ultra AK-20 Crow. Nö, dann nimm mal die PvK, warum nicht? So, sorry, also nochmal die Heavies. Die Heavies sind Alpha. Roger. Haben die eigentlich 3 Timber? Ja. Ja, ne? Mhm. Ja, die haben die Cheaters mit ECM. Die brauchen keinen Hellbringer. Wobei ich den jetzt nicht schlechter finde. Nö. Ich finde den Hellbringer auch einen coolen Mech. Also Bravo Lanze bitte gleich E2. Roger. Alpha Lanze D3. Zum Rand der Kaltmira und nicht drüber gucken. Bravo. E2. Echo 2. Echo 2. User joined your channel. Servus, wir sind im Turnier. Stör ich. All systems nominal. User left your channel. Was war Echo 2 so schwierig zu verstehen? Ich wollte gerade sagen, Echo 2, nicht Echo 3. Was? Warte. Naja, jetzt können wir auf Richtung D3 gehen. Echo 4. D3, Roger. Und dann zu uns. Brauch bitte das Funkalphabet, dann versteht man es besser. Das kann ich nicht, aber ich versuch's. Ja, kannst irgendwas nehmen. So, dann gehen wir jetzt über den Rand der Caldera und halten uns rechtzeitig Richtung D4. Ja, da sind sie. Bei D5 habe ich sie gesehen. Jawohl. Cheater geradeaus. Ja. Stormcrow drüben bei den Felsen, D5. Ja. Hier warten wir. Wir genau. Kopf für unten halten. Ja. New target Echo 5. Also sieht jemand, was sie angebaut haben? Die werden Range drin haben. 2 Stormcrows Delta 5, 2 Stormcrows Delta 5. Wir gehen runter, Richtung hier die Ridge entlang. Roger. Target acquired. Und da wo das D5 ist, gehen wir rüber. Aber er vorher sammeln.
Okay, und UAV über der. UAV abschießen. Sehr schön. Einmal kurz einen Blick riskieren, bitte. Von irgendjemandem, der ist die Laser. Adder schaut. Okay. Dann gehen wir hinten rum. New Target. Die stehen hinten bei der Base. Jetzt müssen wir pushen oder zurückgehen. Pushen. Drauf pushen. Geh mal rauf. New Target acquired. Richtung Delta Timber zuvorderst. Wenn ihr stark angeschlagen seid, versucht zurückzufallen. Roger, ich nehme Bravo. Vergesst Bravo, ich nehme ihn. Ja. Wohin soll's gehen? Auf die Gegner drauf. Distanz schließen. Genau. New Target acquired. Arctic Cheetah ist vertrieben. Der Timberwolf Delta sollte fallen. Ich lenke das Feuer auf mich. Artillery Strike online. Gut. Als nächstes Gustav. Golf nehme ich. Und dann weiter Richtung. Ammo destroyed. Richtung Foxtrot. New Target acquired. Ja, bin dran. Der erste ist weg. Die haben das Wasser unter Kontrolle. Also wenn man darauf geht, hat man eher. Ja, dann gehen wir zum Artik hinter den Felsen und gehen decken die 2-0 vor. Right, Torso. Right. Right. Scheiße! SRM destroyed. Oh Gott. Oh. Das Dormcrow bei F4, die ist relativ einsam. Echo 4 wieder ein bisschen versuchen zu sammeln. New Target acquired. Komm hier nicht mehr rüber. Bin dann ablenken. Target acquired. Okay, die bewegen sich Richtung F3. Dann. Übernimm bitte mal, ich sehe nichts mehr. Aha. New Target acquired. Okay, Richtung F3 um die Ecke rum. Auf Foxtrot Storm. Na. Ah komm, Position halten, Position. Ich wollte gerade sagen, Position halten, nicht pieken. Der zieht durch zu dir, Mod. Ja. Der geht rüber. New Target. Jawohl, F4 Richtung Stormcrow Caesar folgen. Right torso destroyed. SRM ammo destroyed. Right leg critical damage. Cesar Stormcrow. At 25%. Der Cheetah ist geleckt bei mir. Set auf. Right leg. Vergesst die Cheetah Richtung Cesar Stormcrow. Left torso critical damage. SRM dis. Genau, Foxtrot Stormcrow. Heat level critical. In die nächste. New Target acquired. Also, das ist Foxtrot. Danach Echo Stormcrow. Timber. Foxtrot down. Oh. Heat level critical. Ja. Die andere Crow, die braucht glaube ich auch nicht mehr viel. Heat level. Doch, der Timber ist wieder. Ah, okay, die ist noch frisch. Okay. Emil, rechtes Bein. Ja, dann Echo. Center torso, critical damage. Timber, Epsilon ist Center durch. Stormcrow Hilo auch. Target destroyed. Sehr schön. Alpha. Foxtrot. Foxtrot. Echo ist im Center. Jawohl. Der hat auch nicht mehr. Der hat nur noch die Gauss. Mehr oder weniger. Ja. New Target acquired. Sehr schön. Der letzte. Target destroyed. Sehr schön. Das war ganz schön spannend. Haben sich ja wie die 8 Stunden Videoanalyse gelohnt. Und merkt, die Street Ladder ist nicht so kalt, wie man denkt. Also, wenn du lange wirklich. Nicht die Standardtaktik, oder? Was die gefahren haben, ist noch nicht ganz die Standardtaktik. Normalerweise bleibt man da, aber.
Die hatten auch mehr so Large Pulse als wirklich Reichweite. Also ja, nur Reichweite. Das war so eine Mischung. Schon irgendwie Large Pulse und Gauss und sowas. Aber also ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, was die wollten. Ja, ist auch egal, was sie wollten. Was sie jetzt wollen. Beziehungsweise was ihr wollt. Wir bleiben bei dieser Konfiguration, die war sehr gut. Also Streetgatter, okay. Ja. Und dann das Alpha-Schwert, Bravo Medium, das haben wir auch noch, glaube ich. Jetzt haben wir 5 Max verloren, oder? Kommt. Mhm. Die wollen nicht mehr gegen uns spielen, sehe ich jetzt schon. Alter Pessimist, du. Wir gehen jetzt gleich an die Grenze der Caldera, an der Kreuzung zwischen Charlie 4 und Delta 5. Und dann, wenn die Täter cappen, das wird wahrscheinlich auch mit Light Cheaters tun, gehen wir rüber. Und ignorieren Kappa und Epsilon? Fragezeichen. Ganz genau. Wir ignorieren Conquest. Alles klar. Conquest ist der Arsch. Ja, es ist relativ unwahrscheinlich, dass einer alle 750 Ressourcen sammelt. Ja, also es müssen die Maps auch gefühlt gebaut werden. Das haben wir schon geschafft hier. Echt? In dem MBO-Spiel? Dürfen wir wenigstens durchlaufen oder sollen wir es vermeiden? Ich würde jetzt ganz vermeiden sagen. Okay. Das sieht man nicht, wo wir sind. Genau. So wie die sich auch stellen, werden sie sich wahrscheinlich eh Richtung Epsilon gehen. Aber ich hoffe, dass die meisten in Richtung Theta gehen und das dann holen. Aber nicht über die, nicht rüber gucken. Die sollen nicht sehen und sehen. Theta wird gekappt. Warte. Und rüber. Ist nur ein Arktik. Sind zwei. Ja, zwei. Ja. New target acquired. Beide Ultras geblockt. New target. Aber kurz gucken, wo die sind. Hey, hinten. Epsilon. Ja. Okay, wieder zurück in die Caldera. Lass sie. Dann gehen wir jetzt mal Richtung Kappa. Die haben eh wieder Gauss dabei, anscheinend. Und eher large. Ja. Es könnte, wir bleiben mal hier auf der Ecke. Zwei, die Lines kann man mit Kappa kappen. Ich gehe. Kappa kippen. Ich komm mit. So, gut. Bin ich da. Einmal mit ICR bitte hinterher. Wir haben nur den. Fox. Achso. Ach, braucht sie Zaun immer. Haltet! Bleibt hier. Arctic Cheater hat euch gesehen, er steht hinten bei Echo. Roger. Bei Foxtrot 3. Jetzt haben wir nämlich Cheater und zwei Points. Und die in Zugzwang an sich. Geht da weg, die haben wir Reichweite, wir nicht. Die sollen das nicht bei sehen. Bei Sigma. Sigma wird gekippt. Sollen wir dorthin? Ja. Okay, Lights, Sigma. Ach, gehen wir jetzt alle Sigma? Ja. Brauchen wir. Die erwarten uns da. New target acquired. Ja, aber dann sind wir hinter der Wisch und haben bessere Bewaffnung für den Nahkampf. Das ist schon okay. Sie sind nicht mehr bei Sigma. Fangen wir uns hier kurz? Das sind Star-Cheater. Golf, Stormcrow.
und gehen auf Golf. Wollt noch einen kleinen Moment warten? Ich komme nicht hinter dir her. Okay. Ja, haben UAV hochgeschossen? UAV, ja. Hab Stormcrew hier vorne. New target acquired. Die stehen oben auf Delta 5 drauf, dass sie auf uns schießen können. Ja, die haben sie auch bei der 5. Okay, zurück. Okay, von rechts. Left arm critical damage. Die. Da ist der Cheater in der Kalibre. Die Mediums gehen über die Ridge, die anderen gehen über die Kalibre. Da ist auch eine Stormcrow, die kommt rum. Und dann raufgehen. Dali, down und rauf. Rüber. Echo. Rüber. New target acquired. Links rum über Gustav. Oder ja, dann rechts rum ist auch. New target acquired. New target. Schon wieder eine UAV hochgeschossen. Oh, naja. New target acquired. Cheater im Rücken. Jawohl, kümmere mich drum. Dann drücken wir drauf. Ja, raufdrücken. Wir haben die viel bessere Waffen für den Nahkampf. Right arm critical damage. Right leg critical damage. Ach, hier war ja noch einer hinter mir. Sag Ziel an. Ich glaube, der Delta acquired. Delta Stormcrow. Die Crow noch ganz rausschrauben. Left torso destroyed. Delta Center. SRM ammo destroyed. Ich bin gleich weg. Critical damage. Right leg destroyed. Bravo Cheetah, genau. Sehr schön. Right arm destroyed. Jawoll. Hey, die hätten mich noch anhauchen müssen. Glückwunsch, Cameron. A fucking 14. Was? Ich hatte noch 14% auf meiner Stormcrow. Wow. Was war denn da nur übrig? Der Kopf? Der Kopf, ganz, ganz knapp der Center Torso und eine Schulter. Der sie haben per se jetzt schon verloren. Und der Steuerknüppel. Genau, gewonnen haben wir. Und du hattest bestimmt noch einen Medium Laser. Nö, ein Tag. Ein Tag und eine Streak. Ich hätte es gerne in Bravo die Mediums und Charlie die Heavies. Charlie Heavy, Bravo Medium. Und wir bleiben wieder auf ULC. Ja, ich glaube, Tim könnte wahrscheinlich auf die UAK wechseln, kannst oder? Kannst auch gehen, ja. UAK ist auch super. Die UAC 20. Schon getan. Was liegt denn noch hier vor, verdammt? Was meinst du? Ich glaube jetzt nicht, dass es ausspielen, aber kann schon sein. Zumindest geht jetzt das dritte Licht, vierte Licht, fünfte. Also es gehen wieder Lichter bei denen an. Sorry, hier was meinst du? Wir haben gerade 10 Tonnen Tonnage verloren. Mhm. Vielleicht, wahrscheinlich haben sie. Nee, vielleicht ein Hellbringer. Ich wollte gerade sagen, ist der Hellbringer 10 Tonnen leichter als der Timber? Ja. Ja, genau, dann sind sie auf Hellbringer, um die Streaks zu countern. Die fluchen über mich. Verdammt. Ja, ich habe ja auch Streaks. Mhm. Ja, wie gesagt, ja. Ich suche nicht, weil sie trotzdem treffen. Also. Ja. Das Schöne ist, das Ding wird ihnen jetzt auch nichts nützen. Wir haben genügend ECM und Bubs, um es zu countern. Wir gehen wieder mit Max Speed Richtung C4. Arch. Netta, ich nehme an, du hast auch eine BAP, oder? Jo. Ja, genau. Streng genommen ist das eine Active Probe. Das stimmt. Babsi. Eine Babsi dabei. Sitz im Kopf. Eine Ab. Eine Ab statt BAP. So, weiter konzentriert bleiben. Bis jetzt konzentriert. No, no. Ich glaube, Charlie 4. Hacker und 1 Scout bei D5 mit ECM. Also knapp hinter der Kugelkette da. Ich hab
Und wir stellen uns irgendwie hier so auf. Und warten mal ab. Wenn sie das Range-Spiel spielen, können sie auch unten laufen. Weit drumherum. Was habt ihr hier für Lackierungen drauf? Blau, orange oder was? Es ist ja eine. Wir sind ja nicht Comstar heute. Okay. Und ECM. Und Cheater. Wahrscheinlich, ja. Okay. Was ist da? Das war kein Cheater. Ich hab nur den Cheater gesehen, der andere kam wohl von links. Ich setze mal eine UAV. Mhm. UAV activated. Target. Also diese Cheater-Piloten, die sind auch... Die Sidekicks. Wir wollen uns mal so ein bisschen... Jawoll! Yes. Red Smoke! Arti vor euch. Mann, ja. Ich hab ihn voll gekriegt, wie geil. Ich hab auch ziemlich was ab. Das war grad wie Entenjagd irgendwie. Ein Scout bitte nach hinten, dass er Richtung E3 guckt. Oh, das ist uns noch gefallen. Hier ist eine UAV hier oben. Jawohl. New target acquired. Target destroyed. Aber das heißt nicht. Ich hab keinen Seismic. Das ist schlecht. Ich sehe keinen Seismic. Du hast. Doch, jetzt. Hier sind drei. Ja, das heißt. Artillery. Oh, juhu, Scheiße. Wir haben auch Ultras. Timberwolf, Cäsar? Ja, geh mal rauf, wir haben einen verloren. Sorry. Oh, ich bin sehr daufen. Delta, Charlie, Delta ist grob. Versucht einen Hellbringer rauszuhauen, dann sehen wir was. So, Golf Stormcrow steht schon still. Wie kann hier Hilfe mit dem Cheat? Ah, ja. Bin dabei. Hey. Ja, dann. Fox. Right, nein. Okay. Zu heiß. Lass sie über die Kuppe kommen. User disconnected from channel. New target acquired. Oh Gott. Cheater ein Bein verloren. Oh shit. Target destroyed. Bravo, Hellbringer. Bravo, Hellbringer, Center offen, beim Bravo. New target. Wechsel, Charlie. Acquired. Charlie, linker Torso. Right arm, critical. Raus. New target acquired. Oh, jetzt bin ich heiß. Das war doof. Ups. Ja. New target acquired. Donko, rechter Torso. Kimber hinter dir. Donko, Center. Oh, ich hab keine Munition mehr. Ach, beständig. Target destroyed. Heat level critical. Nein, ich bin ja nicht. Override, shutdown. Target destroyed. Sehr schön! Rechts von dir. Ja, ich hab meinen wichtigen Torso. Destroyed. Ja, das war. Da war ein Kühlkörper drin. Sind nur noch vier, ne? Schaffst du? Ja, kein Thema. Unser Batian macht das. Da sind zumindest keine Cheaters dabei. Hellbringer war im Center offen. Ah, Hellbringer. Target acquired. Linker Torso. Left torso critical damage. Sehr geil! Sehr geil! Ja, sorry, dass ich so. Ja, egal, das haben die aber auch irgendwie gut. Das habe ich nicht mitgerechnet, weil der eine Cheater war auf der einen Seite und der muss dann von alle. Das war auch nicht schlecht gemacht.
Nee, ich wollte meine AC setzen, das war wirklich schlecht gespielt. Ja. Dieses moralische Wunder, echt. Die haben auf SRM, die hatten da SRM. Ja, die hatten SRM-Boot dabei. Die können auch noch rein theoretisch gewinnen, ne? So ist es nicht. Nur genug Mix zerstören. Mhm. 22 müssen sie noch. Ja, das kann. Und 24 können. 24 können sie noch, ja. Aber nicht nach. Ach so. So, Forest Colony, was anderes als Streaks ausnahmsweise? Ja, beziehungsweise im letzten dürfen sie dann auch, im letzten. Egal. Mal. Ja. Was anderes außer Streaks? Ja, jetzt hast du mich aus dem Konzept du gebracht. Du hast Gauss aufgeschrieben. Gauss ist. Von der Seite Schwachsinn, mehr so UAKs. Also eigentlich ja weiter so wie jetzt. Also weiter Streak. Okay. Charlie nehmen wir die leichteren und dann Bravo die aber Beispiel nicht so. Lassen wir so, ist gut. Muff, was hast du jetzt in deiner Stormcrow? Puls und SN. Okay. Oder weil so. Nö. Nö, passt. Gauss und Med. Wie du. Ja. Ja, vielleicht Gauss und Med können nicht. Schick. Nehme ich dann auch, ja? Oder? Ja, oder UAK, wenn du hast. Beides. Ich hab auch alles. Passt. Ich hab auch UAK wechselt. Ah, heute ist Großkampftag. Die Russen sind auf dem Server, die Geisterbären sind auf dem TS-Server. Oi? Achso, ja genau, das wollte ich vorhin noch erzählen. Die haben vorhin fest, oder die haben festgestellt, da ist beim Start wieder mal was schiefgelaufen. Aha. Wir haben jetzt noch nachträglich noch ein zweites Sprungschiff bekommen und 100.000 Zebels haben alle die vier schwächsten Fraktionen gerade gekriegt, so einen kleinen Zebelzuschuss. Okay. Damit wir im Umkehrschluss dann auch am besten gleich Söldner anheuern sollen, damit die da auch was zu tun haben. Ja. Zwei Verträge habe ich ausgeschrieben, es hat noch keiner reagiert. Naja, gut. Aber das zweite Sprungschiff ist mehr als willkommen. Ja. Hurra. Jetzt muss ich nämlich nicht mit einem Sprungschiff versuchen, zwei Sektoren zu nehmen, weil es echt ein bisschen kompliziert ist. Ja, um coole in der Nummer mal. In ein Sektor, also ein Sprungschiff braucht Aufladezeit und je mehr Ressourcenpunkte ein Sektor abschmeißt, desto länger lädt das Schiff auf, was eigentlich irrsinnig ist, aber okay. Und der eine von den beiden Sektoren ist eben, hat mehr Sektorenpunkte, das heißt, da steht das Schiff lange drin. So. Das ist halt immer ätzend. So, wir sammeln uns dann erstmal Foxtrot 8. Foxtrot 7, Foxtrot 8. Ich drücke Tasten, es feuern keine Waffen. Ich hab meinen Kopfflamer nicht. Ich hab einen Kopftag. Mate Laser. Ich wäre auch gerne mit meiner Flame an Ober gekommen. Ich bin nicht so freuen, wie es das Feuer fangen wird. Warum ist eigentlich immer jeder so scharf auf Brand? Kommt davon, wenn man so niedrige Cockpits hat. Dann geht man automatisch als schon über gegenüber Foxtrot 7 hinaus. Ja, ja, Foxtrot 8 mal. Gehen wir ein Stück weiter Richtung Golf 8.
Irgendwer mit Seismik Richtung Foxhot 9 gucken? Passt? Nö, passt schon. Überbewertet. Okay. Was hat er da drin? Hotel 9 war eine Stormcrow, habe ich nicht gesehen, leider. Cheetah, vorne bei H8. Ich bin jetzt in Gustav 8 direkt vorne. Keine Seismik. Jawohl, die sind unter dem Durchgang etwas zurückfallen. Ein Seismik H9 kommt auf uns zu. Den Weg hoch. Roger. Die ist jetzt rechts von mir. Okay, Foxtrot, Timber. Das ist Gustav, der Hellbringer. Der nehmen wir Foxtrot hin. Ja, ich weiß. Aber im. Ja, ich versuche mich um die Cheetahs zu kümmern. Hotel Timber. New target acquired. New target acquired. New target okay. Acquired. Die Stormcrows. Also ich bin Gustav jetzt bald down. Jawohl. Tessa Stormcrow. Right arm critical damage. Heat level critical. Okay, sehr schön. Delta Stormcrow. Heat level critical. Oi. Foxtrot, ist Tender Torso offen? Roger ist weg. Scheiße, bin raus. Timber. Target destroyed. Alpha Stormcrow. Alpha. Ist weg. Bravo Cheetah. Charlie. Jawohl. Damit haben wir gewonnen, oder? Das geht doch jetzt rechnerisch nicht mehr. Also, nö. Jetzt können sie uns definitiv nicht mehr. Jetzt können sie sich aber auch nicht mehr zurückziehen. Du hast auch dann dafür den meisten Schal gemacht. Dafür waren die anderen tot. Ja, wenn du keine Munition mehr hast, musst du halt die Waffen schleudern. Pfannen und Töpfe. Ich will auf jeden Fall den Planeten nochmal angreifen. Scheiße. Was willst du jetzt haben? Roman? Ja. Sorry, ich hatte dich. Nee, ich hatte Mod einfach falsch verstanden, wenn die ganze Zeit vom Quatschen sind. Was heißt denn, was wir wenn wir doch gerade festgestellt haben, wir hätten gewonnen? Ja, wir müssen trotzdem weiterspielen. Es geht noch darum, wer wie viele Max verliert. Eigentlich dasselbe, aber ich glaube, das mit dem Gauss können wir ganz sein lassen. Ich gehe auch mal lieber auf SM. Darf ich meine behalten? Ja klar, wenn du... ja klar. Also hat ja vorhin super geklappt. Super. Ich glaube schon, dass der Typ in der ersten Crow gekotzt hat, als er direkt um die Ecke gekaut. Wir gehen erst gleich mal Theta holen und schauen dann, ja wahrscheinlich wird es wieder so ziemlich genau wie vorhin laufen, wenn die Epsilon gehen und dann... Ansonsten warten wir noch, können wir noch abwarten, bis sie rauskommen und Theta holen wollen, falls sie durch den Gang gehen. Aber mach mal. Na, dann sag doch nichts. Ich weiß, was du meinst, aber wir geben ihnen einen ziemlich großen Capting-Vorteil, aber ich weiß, was du meinst. Okay. Disco, alles stopp. Alles stopp. Es wird nie wieder passieren, ich werde nie wieder was sagen. Bitte. Ich vermute schon, dass es passieren wird, aber bitte probier's.
Okay, der eine Sieg von denen war fürs Warten. Wenn ich Leertaste drücke, dann schreibe das nicht. Ja, ja. Weapons ja. Online. Mitmachen. Mhm. Das glaube ich nicht. Also weiterhin stopp stehen bleiben. Und so. Ja, weiterhin stehen bleiben. Stopp. Hey, Dude, alles du? Alter, der guckt mich an, als ob ich gar nicht existieren würde für ihn. Ja, du warst gemeint. Der Schwarze, guck mal, wie stoisch der Schwarze ist. Der steht, go. Der bewegt sich nicht, dreht sich bei Tor. Go! Wohin? Foxtrot 7. Wieso machst du denn jetzt O7? Foxtrot 7. Ja, gut. Hä? Muff? Muff, bist du da? Hallo? Ja. Ja, hallo, guten Morgen. Bitte, dann bist nicht jetzt? Du, wenn du hungrig bist. Ja, okay, erstmal Foxtrot 7 halten. Die Epsilon, wie erwartet. Halten, Kopf unten. Nee. Stormcrow hat ja eh den Kopf zwischen die Schultern zusammen. Okay, go. Richtung Täter. Kappa auch schon. Ey, jawohl, sehr schön. Ich glaube, sie sind schön verteilt. Beiler bei Kappa, der Rest bei Täter. Täter ist nicht so schnell. Ja. Nö. Das ist einer nur. Peter. Okay. Alpha. Okay, UAV oben. Theta kurz holen. Und dann Richtung. Okay, weiter Richtung Epsilon. Brücke. Ja, ah, unter der Brücke. Der Steinbrücke. Epsilon über Pass oder H9? Nee, dann. Erstmal. Bei uns ist wunderbar eine UAV. Ja, mach die mal. Sehr schön. Aber wer hat die gesetzt? Nee, Cheater. Cheater. Red Smoke. Was machen wir? Okay, hintenrum Kappa holen. Also G8, G7. Alle? So. Nö, alle. G8, G7, Licht, Epsilon. Ja. Kappa. Genau. Also. Das andere Link sozusagen. Golf 8, Hotel 7, Kappa. Shit. Ja, die könnten dann durchgehen und zu Täter, ne? Oh, wie bei G9, gell? Also da. Ja. Haben's gelauert. Okay, Haupttruppe mal hier bleiben, die zwei Lights holen Kappa. Glauben wir. Jetzt gehen sie hinter uns. Okay, gut, dann umdrehen und zurück auf sie drauf. Die stürmen auf uns zu. Roger. Und oben sind auch welche. Dann, Bravo Hellbringer.
Ah, scheiße, sorry. Lass sie kommen. Artillery strike activated. New target acquired. Oh, die haben einen Jaguar dabei. New target acquired. Gibt's ein Ziel? Hellbringer, wenn er noch steht. Und sonst Echo Stormcrow hinter uns. Override engaged. New target acquired. Delta Timberwolf. Center offen. Weg. Foxtrot Stormcrow. Right arm critical damage. Right leg critical damage. UAV deactivate. Target destroyed. Sehr schön. Foxtrot Stormcrow. Ja. Target acquired. Hotel Arctic. Target destroyed. Sehr schön. Ja, wenn man Streaks nicht gewöhnt ist, ich habe genau nichts gemacht. Ja, die zwei Cheaters gegen mich war ein ECM zu viel. Ja. Ja, es ist so ein bisschen, du musst genau den richtigen Abstand finden, dann geht's. Eins noch, ne? Skirmish? Genau. Oder Assault? Assault natürlich. Sorry. Ne, Assault hat den vorhin schon, glaube ich. Müsste jetzt Skirmish sein. Nö, das vorhin war Conquest. Ja, das jetzt, das war Conquest. Genau, und davor. Gerade eben war, davor war Assault und jetzt haben wir Skirmish. Dann. Ach, die machen falsche Reihenfolge, jetzt bin ich. Okay. Das hatte ich vorhin. Hä, wir hatten vorhin eine Base, ernsthaft? Naja, gut, Upsi, ne? Also, sie haben es komisch gespielt. Ja. Naja, jetzt steht als Game Mode das Holz. So. Also, weiterhin Streak. Bläh. Ja, dasselbe. Also, wenn du. Sonst wechsle mal. Also, bläh. Oh ja, oh ja. Was denn? Ich würde jetzt Mad Laser sagen, aber im Endeffekt das, wo du die Arctic Cheaters damit wegbraten kannst. Okay, Pulse Laser, go. Endlich eine Skillwaffe, endlich. Ja, im letzten Spiel, ja. Novizentest im Streakboat, bitte. Ah, meine Vrierfähigkeit war nicht so doll, Übersicht auch nicht so, aber getroffen hast du alles. Oh, Scorus Colony. Hä? Hey? Lange nicht gehabt. Wir gehen dann gleich Richtung F8. Golf 8 ist angesagt, ne? Foxtrot 8. Reactor online. Sensors ein Scout online. An die Kante zu Foxtrot Weapons 9. Online. Systems nominal. Wir hatten das Wetter hier bestellt. Ah, voll neblig. Ne, es ist Herbst. Ja, Ohrzopf, die ist, ne? Herbst, die Blätter fallen in den Teich. Blätterteich.
Den muss ich mir merken, der ist so schlecht. Das neue Parfüm von Yves Saint Laurent. Kleiner Teich. Und? Was ist im Blätterteig drin oder drauf? Artillery Strike online. Schinken im Blätterteig wäre was Feines. Ja, wenn es mit. Ohne Blätterteig hört sich das gut an. Ja. In meinem Fall liegt aber noch Sushi im Kühlschrank, der ich essen darf. Hurra. Kann man das sammeln? Aber ich finde trotzdem, der Mensch ist ein tolles Etwas. Ne? Also es gibt ja Würstchen im Blätterteigmantel und Speck im Blätterteigmantel. Und dann hat irgendjemand mal gedacht, machst du Würstchen im Speckmantel. Toll. Kommt ja, Leute, noch fünf Minuten Funkdisziplin. Ich habe jemanden getroffen. Gold das, 9. Wir gehen mal über die... Also ich bin ein Pass rüber. Pass. Roger. Ich will das auch endlich mal probieren von der Seite hier. Da ist eine UAV oben, ne? Ja, das ist. Aber, ja. Jetzt halt so. Ich halte euch den Rücken frei. Nicht stehen bleiben! Also, von Richtung Base. Kurz vor G10 sammeln. Doc, hier war der Artig, sammeln. Hier ist ein artiger Cheater. Hinter uns? Hinter uns. Ja, der verfolgt uns ein bisschen. Aber ja, soll er. Soll er. Und jetzt Richtung Base. Nee, er verfolgt uns nicht. Doch, er verfolgt uns. Haben eine UAV gesetzt. Target acquired. Okay, umdrehen mit die mal jagen. Ja, da kommt mehr. Ja. Umdrehen, Feuerlinie auf die Richtung passt. Genau. Feuerlinie bilden. Können nur einzeln kommen. Cameron, geh zurück. Ja. Artillery strike. New target. Sie kommen hier die Spalte runter. New target. Ja, hinter mir. Ja. Auf der Linie drauf. Wir gehen Charlie den Pass zurück. Charlie ist so gut wie down, ne? New target acquired. New target acquired. Martin, möchtest du ein bisschen vorwärts gehen? Also Cäsar Timber steht schon oben, der fällt gleich. Bravo bitte. Bravo Prime. Bravo Prime. UAV deactivated. Bravo auch. Echo Prime, Echo Stormcrow. Heat level critical. Override engaged. Echo steht der Torso von der Crow. Crow kann ignoriert werden, der hat nur noch ein Small. New target acquired. Ein Hellbringer aus. Hellbringer. Alpha bei der Torsen, sei es in der Torso. Left arm critical damage. Left arm destroyed. SRM destroyed. Sehr gut. Heat sink destroyed. New target acquired. Target destroyed. Jawohl, einer weg. Echo Stormcrow fällt gleich, jawohl. New target acquired. Hotel Arctic. Döns und Stirbcharge, ne? Target ist weg. Fast nachgeholfen, dass er stirbt, ja. Also habe ich dir meinen Arm zu verdanken. Oder den viel hinten. Ich glaube, ja. Natürlich war es Cameron. Ups. Mit seinen feinen Forget-Waffen. Gut. Wurscht, wenn der vier Leute wegholzt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ne? Ich hab nix gesagt. Das war eh der Arm, an dem ich nur 8 Punkte Panzerung. Das war das letzte, gell? Das war das letzte. Yes, Roman. Servus. Okay, ich geh dann mal. Alles klar. Ich schau auch User kurz mit rüber.
connected. Habt ihr gerade ein Büro gehabt? Genau. Ja. Wie war's? Gut. 8-1 gewonnen. Gegen welche Einheit? 5. Falkendragoner. Ah, die Nubler. User left your channel. Dürften ja leichte Spiele gewesen sein. User left your channel. Das Ding war, was sie halt Clan gespielt haben. Und wir haben halt nicht so viele tolle Claner-Module und sowas. Aber es hat schon gepasst. Ja, ihr habt's gewonnen, oder? Jo. Also. Ich geh mal runter, ob ich noch irgendwo CW mitgehen kann. Alles klar. Bis später. Ciao. Bis später, ciao, ciao. User left your channel. So, mal ganz schnell die Streak-Adder wieder umbauen. Gruselig. Mit Weihwasser abwaschen und so, meinst du? Ja. Vor allem den Center Torso Flamer wieder reinbauen. Oh Gott. Der ist Kult, der muss. Aber jetzt bitte nicht so schnell wieder Klarner spielen. Donnerstag ist wieder normal. User joined your channel. Okay. Dann. Läuft nix. Für Clan habt ihr mitnehmen dürfen oder überhaupt keine? Reine Claner. Stellvertreterverteidigung. Nee, reine Claner. Deswegen nur reine Claner. 8 gegen 8, nur Clan-Tag. Drei Medium, drei Heavy und zwei Light. Wie lange geht das so? Eine lustige Stormcrows passt schon. Bis Dienstagmittag. Ja genau, wir hatten jetzt eine Streak-Adder, einen Cute Foxy, weil keine Active Cheater vorhanden war. Drei Crows für auf die Reichweite, ab und an mal eine Nova. Und ja, zwei Timbo und einen Hellbringer. Von der Nova her kannst du eigentlich das gleiche Loadout nehmen, was ich dir schon mal gegeben habe. Für die Crows. Achso, nö, nicht für Nahkampf Crows und nicht Nova. Die Nova, wenn schon, mit zwei PPKs. Alles klar. Disconnected. Ich glaube, die Jungs mögen uns nicht mehr so. Wer? Die Falkendragoner. Ja, es hat zweimal Folgen, die gespielt, einmal mit ihnen das Vierer Tag und einmal mit Clan Tag und beides Male haben die halt auf die Schnauze bekommen. Nee, ich habe vorhin nochmal Slugshot angeschrieben von Wegner. Danke für die Spiele und besten Dank für die Geduld am Anfang. Er passt schon, Unterhaltung geschlossen. Okay, der war aber auch bedient. Ja, wir wissen, wie wir uns fühlen nach so Spielen. Ja, das stimmt. Vorher haben die man sich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr ausgerechnet, weil die halt... Mit Clan-Tag, ja. Genau. Oh, Stippi. Wobei ich dann halt immer gerne vorbeigehe und mir noch etwas Kritik anhöre, aber... Das ist ja jedem selber überlassen. Also, je brutaler, dass ich auf die Schnauze kriege, desto lieber ist es mir, wenn ich anschließend Kritik höre. Definitiv. Sehe ich ähnlich, auch wenn ich dann noch moralisch teil down bin, aber es hilft dann wenigstens. Also aus einer Liga-Niederlage lernt man oft einfach mehr als aus einem Sieg. Es ist so, also, ja. Ey, ich habe die ganze Zeit Heuschrecken in meinem Zimmer, unglaublich.
Hast du noch irgendwie Und wer von deinen Mitbewohnern hat dann die Schlangen zum Füttern, beziehungsweise die Spinnen? Wenn du Heuschrecken hast? Spinnen haben wir in jedem Raum mindestens eine, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wie hast du schön Spinne weg, Mücken da, Spinne wieder da, Mücken weg, was hast du lieber? Ja, ich mag Spinnen, von daher. Du hast Spinnen? Nee, ich, ja. Also, okay. Nicht absichtlich, sondern mehr so, die richten sich irgendwo in der Ecke gemütlich ein und es interessiert kein Schwein, deshalb bleiben sie dort. Ja, warum nicht? Hat ja schon alles gesehen. Ey, ich hab die Dinge auch schon gefüttert. Du, Fliege Totschlangen ins Netz schmeißen. Außer meine Katze freut sich, wenn die Spinnen runterkommen, hat sie ja Protein. Ist auch immer herrlich, wenn die eine Kollegin vorbeikommt, muss ich immer die Spinnen auf dem Klo rausschmeißen, sonst getraut sie sich nicht aufs Klo. Süß. Ich bin mal dann für heute Abpass. Ist klar. Danke fürs Mitkommen wieder mal. Ja, bis spätestens Donnerstag dann. Alles klar, was ich sehe. Ciao, ciao. So. Jetzt mache ich noch 3-4 Spiele für die Challenge und dann habe ich so eine schlechte Laune, dass ich ins Bett will. Das klingt gut. Ah, du, Roman. Ja. Jetzt kommen ja die 4 Macs da, gell, für Leute, die Geld investiert haben. Ja. Ich bin draufgekommen, ich bin für alles qualifiziert. Natürlich. Und die haben dann einen einzigen Mac in der Garage, alle anderen müssen wir nachkaufen. Den. Die Zikade? Die habe ich nicht. Die hast du nicht? Was? Ah, ja, okay. Ja. Zikade wollte noch warten auf einen Sale, das ist immer günstiger kaufen. Nova und die haben keinen Executioner. Nö, Nova. Okay, Nova habe ich jetzt 3. Haha. Executioner habe ich auch nicht. Wolverine habe ich natürlich. Und ja, auf die Zecke freue ich mich echt. Die wird geil mit den Sprungdüsen. Ja, ich habe eh vor, mal Zicken zu kaufen. Also Zicke spare ich mal zum Kaufen. Ja. Die 3M und dann noch irgendeine gute dazu. Und ja, aber trotzdem die Nova und der Executioner beide über 10 Mille werden. Bibi, wollt ihr Challenge fahren oder machen wir eine Gruppe auf? Nur ein bisschen Challenge. Ich bin durch. Schön, schön. Tier 2. Ja, Tier 2 fehlt mir auch noch ein happiges Stückler. Ich hab ja gestern den ganzen Tag gespielt. Und was ich... Was Roman? Anova kostet knappe 10 Millionen. Und der Executioner kostet knappe 20 Millionen. Arch, du wolltest sagen? Ja. Und ich habe, ich weiß nicht, was man so in 12 Stunden machen kann, was ich 60, 80 spiele. Und ich habe ein einziges Mal Viridian Bock bekommen. Oh. Nein. Ja, also die Kartenrotation im Moment ist echt im Arsch irgendwie. Ich habe jetzt erst... wahrscheinlich Spieler, die reihenweise Viridian Bock bekommen. Irgendwie gleicht sich das dann aus. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt die ganze Challenge über erst einmal Forest Colony gesehen. Ja, die kommen auch selten. Und River City kam auch selten. Ja, River City hatte ich 2-3 Mal. Dort habe ich sogar schon Tier 2. Die ist okay. Aber ich weiß echt nicht, ob ich es noch auf Tier 2 schaffe, vollständig. Ja gut, du hast auch weniger Zeit. Ja, also ich hätte theoretisch das ganze Wochenende Zeit gehabt, aber gestern hatte ich halt eigentlich den ganzen Tag Besuch. Da wollte ich eigentlich nicht spielen. Und heute hatte ich sonst noch so 2-3 Sächle, die ich machen wollte. Ich meine, ich habe schon einiges an Spielen reingequetscht, aber ich kann auch morgen noch mal viel reinhauen und mal schauen.
Aber im Moment geht's mir eh so, ich mache irgendwie so 10, 20 Spiele für die Challenge und dann reg ich mich so ab, so unglaublich auf, dass ich sowieso Rage quitte. Also das ist eher das Problem als die Zeit. Also so nach 20 Spielen wird Rage Quit und dann eine Runde. Dann wird eine Runde, sag schon. Half-Life gespielt. Ach genau, ich könnte den Twitch endlich mal ausmachen, ne?